Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich bin wieder mal im Jura unterwegs, im Vallo de Sardinie. Ich mache heute noch das letzte Teilstück, das mir noch fehlt, an der Schüsse entlang. Da unten ist sie. Da hat sie noch nicht so viel Wasser. Jetzt muss ich da zuerst mal ganz ins Tal runter. Ich habe auch das schöne Dorf Renault verlassen und gehe dann da vorne wieder auf der anderen Seite hoch. Es ist heute Morgen bitterkalt, aber ich habe mich gut angezogen und dann macht das nicht so viel. Ein Blick auf Renault, wo ich jetzt gerade mit dem Zug hingefahren bin. Und hier das Tal aufwärts, da bin ich ja schon mal runtergekommen. Hinter diesen Hügeln, da ganz hinten, wäre La Chaux-de-Fonds. Und da hier oben zeigt jetzt dann mein Weg nach links ab. Jetzt bin ich bei der Abzweigung angekommen. Da komme ich jetzt übrigens auch auf den Transwiss Trail. Und der geht auch da nach hinten. Da gehe ich jetzt auch durch. Habe ich einen schönen Waldpfad. Es ist hier im Schnee leider ein bisschen glatt zum Gehen, aber es geht. Und da mal einen Blick durch das Tal runter. Ist doch einfach schön, diesen verschneiten Wald. Heute Morgen habe ich schon drei Rehe gesehen, hier auf diesem Weg. An dieser Stelle ist sehr viel Holz gelagert, bereit zum Abführen. Ich habe da übrigens einen sehr schönen Weg. Alles flach, geht sogar wahrscheinlich ein bisschen runter. Nochmal einen Blick, wo ich gestartet bin. Nach Renault. Und da auf der anderen Seite geht die Bahn runter und die Hauptstraße. Und das da hier ist mein Weg. So will ich in Sicht. Und ich befinde mich hier auf einer kleinen Straße. Auf der anderen Seite fährt gerade ein Zug hoch.
Jetzt ist er hier ungefähr da. Da sehe ich jetzt sogar bis nach St. Immer. Ich habe mit einem Abstieg begonnen. Geht hier ganz ins Tal runter. Und nachher möchte ich noch einen Abstecher machen, weil da oben, hier oben, ist noch eine Ruine, die ich noch besuchen möchte. Aber wie gesagt, zuerst geht es ins Tal runter. Und da noch einen Blick Richtung Renault. Ich bin jetzt in der Mitte vom Dorf von Soulier. Der Wegweiser. Und da zeigt jetzt mein Weg ab Richtung Ruine. Da oben ist noch eine schöne Hütte gedeckt. Beiden Seiten offen. So. Jetzt muss ich hier hoch. Geht ziemlich weit nach oben, bis ich bei dieser Ruine bin. Endlich habe ich den größten Teil geschafft. Das war jetzt ein langer Aufstieg da hoch, aber ich glaube, es lohnt sich schon jetzt. Die Aussicht da ins Tal runter ist fantastisch. Da auf der anderen Seite, ganz oben, dort ist diese Ruine. Und ich gehe jetzt da noch ein bisschen dem Hang entlang. Ich habe diese Stelle erreicht, wo der Weg jetzt abzweigt zu Burghoch. Die Ruine du Château de Erguel oder so etwas. Wahrscheinlich habe ich es nicht richtig gelesen. Das war früher ein Herrscher, der das ganze Tal beherrscht hat hier. Übrigens war früher ein großer Teil in dieser Gegend, bis sogar nach Biel, gehörte zu Frankreich. Kam dann erst später zur Schweiz. Da oben die mächtige Ruine vom Bergfried. Ein mächtiger Turm, der ist 3 Meter dick, sind da die Mauern. Aber wie kann man nur hier oben sowas bauen? So weit oben. Und da der Ausblick. Wow! Seit immer davor. Seit mir. Und da hinten, hier, dieses Loch, es hat eine interessante Geschichte. Dort ist nämlich vor etlichen tausend Jahren hat dort ein Meteorit eingeschlagen. Aus diesem Grund ist das Loch entstanden. Oh, ist wirklich wert, hier hochzusteigen.
Das muss früher eine große Burganlage gewesen sein. Hier nach vorne. Und da nochmal einen grandiosen Ausblick. Und dann nochmal der Turm. Einen letzten Blick ins Tal. Da nochmal zum Bergfried. Und hier die Anlage. Ist also groß. So, jetzt beginne ich wieder mit dem Abstieg. Ich gehe den gleichen Weg runter, wie ich da hochgekommen bin. Und da wäre noch ein Zug. Und nochmal da nach hinten ins Tal. Ein letzter Blick zum Bergfried. Da sieht man jetzt gut, wie dick die Mauern sind. Sind also 3 Meter. Da unten ist noch so ein Rastplatz. Und ich gehe jetzt wieder den Weg runter, wo ich ja hochgekommen bin. Also hier weiter. Da hier vorne könnte ich auch runter. Nach rechts abbiegen. Aber es ist mir zu steil und zu glitschig, da gehe ich lieber diesen Weg hier gerade weiter. Halt auch wieder diesen, wo ich hochgekommen bin. Weil hier wieder der andere Weg runtergehen. Ja, jetzt gerade. Haben wir wieder die Schuss und ich bin da im Dorfzentrum wieder angelangt. Schönes Dorf und endlich habe ich auch Sonne. Jetzt bin ich auf der Sonnenseite. Wird jetzt schön hier an der Sonne entlang diesem Jurakamm zu wandern. Ein sehr schönes Dorfzentrum hat das Villeret. Alte Häuser. Ganz schön da. Da hier vorne, da ungefähr, ist die Ruine, wo wir vorher waren.
Und da vorne sogar die Chastral sieht man. Und St. Immer. Da komme ich jetzt dann vorbei. Und hier ist mein Weg. So schön hier an der Sonne. Da ist auch warm. Ich glaube, ich muss jetzt dann ausziehen.